Liste der 133, bei denen wir wieder viele Einrichtungsbeispiele zeigen wollen. Zum Beispiel, warum die Bank der Limettenküche von Familie Geldner auch beim schwierigen Schwager so gut ankommt. Wie ein Eichenwohnzimmer mit Edelstahldetails von Miss Erlangen präsentiert wird. Wie die Vize-Weltmeisterin am Einrad sogar ein Massivholz-Schlafzimmer in ihrer Kunst frönen kann. Und wie sich das im Bad des regionalen Musterhauses anfühlt, wenn die nächste Generation unserer Mitarbeiterinnen das Modeln übernimmt. Wir erzählen das Neueste von der Möbelmesse in Köln und warum man nicht erschrecken sollte, wenn bald auch Schockfroster in unseren Küchen Einzug halten werden. Die regionale Waldschöpfungskette beschreiben wir in einer Buche, die immerhin 1940 Meter Transportstrecke hatte, und wer jene wertvollen Bretter auch mal selbst spüren möchte, kann uns gerne beim Sägen und Stapeln Anfang April helfen. Bitte einfach anrufen. Das 28. Jahr der Möbelmacher war gleichzeitig das erste und erfolgreichste unter der neuen Führung im Kernteam, was wir am 23. Dezember im regionalen Musterhaus und Anfang Februar im Demberger Hoftheater harmonisch feierten. Die besondere Ästhetik unseres Geländes kam am Dreikönigstag nicht zuletzt dank eines Multikopters zur Geltung. Außerdem bitten wir Sie, sich die Termine der Untergrumbacher Werkstatttage mit nur einem Klick in Ihren digitalen Kalender eintragen zu lassen, denn sowohl der Fränkische Sommer mit Olivia Trummer und Roland Satterwhite am Freitag, den 23. Juni, als auch die Riesenfilmgala mit dem zum Grimme-Preis vorgeschlagenen Film Dolores sollten Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen. Und wenn Sie Lust hätten, Ihren Oldtimer aus den 50er oder 60er Jahren unseren Gästen zu zeigen, wäre der Eintritt auch noch frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Untergrumbach und wünschen noch einen wonnigen Winter. Bis bald!